Eierkuchen oder Pfannkuchen? Bei uns in der Region sagen wir Eierkuchen. Und wie der funktioniert und was ihr dafür alles braucht und wie das Apfelkompott mit dazu kommt, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran! Hi, ihr jungen Köchlinge. Ich bin Christian und wir machen heute zusammen ein paar Eierkuchen. Und damit die nicht ganz so alleine sind, machen wir ein schnelles Apfelkompott dazu. Und was ihr dafür alles braucht, wie das alles so funktioniert, machen wir jetzt deshalb schon mal ab in die Zutaten. Für unsere Eierkuchen brauchen wir Mehl, dann habe ich hier schon Zucker drin, ich hoffe, das sieht man. Die Eier, dann brauchen wir Milch, Sprudelwasser und nachher ein bisschen geschmacksneutrales Pflanzenöl, ein Sonnen- oder ein Rapsöl zum Ausbacken der ganzen Geschichte. Wie viel ich von jedem habe, habt ihr jetzt unten dann gleich wieder in der Videobeschreibung. Da steht dann auch drin, wie viel Eierkuchen ich von der Menge rausgekriegt habe. Dann habt ihr so ungefähr eine Ahnung, wie viel Teig muss ich machen, um wie viel Eierkuchen rauszukriegen. Ihr seht nachher auch, wenn ich den ausbacke, wie groß die ungefähr sind. Dann kann man sich so ein kleines Bild davon machen. Gut. Und dann habe ich ja gesagt, der Eierkuchen kommt ja nicht alleine daher, sondern der kriegt ein schnelles Apfelkompott dazu. Und dafür habe ich schon mal Äpfel in Würfel geschnitten, vorher geschält. Habt die schon mit Zitronensaft versehen? An meinem Rezept kommt Zitrone mit dran. Ihr könnt es auch weglassen, wenn ihr die Äpfel gleich verarbeitet. Aber wenn ihr einen Apfel irgendwo etwas länger stehen lasst, so fein geschnitten oder in Würfel geschnitten, macht ruhig einen Spritzer Zitrone mit dran, dann wird die ganze Geschichte nicht braun. Dann habe ich des Weiteren Pimentkörner, Gewürznelke und Vanilleschote, Zucker und Wasser. Und jetzt wird es ganz wild. Ihr könnt auch natürlich Wasser und Zucker mit Apfelsaft ersetzen. Dann könnt ihr die Vanilleschote mit zumachen oder ihr lasst die Vanilleschote weg und nehmt anstatt von dem Zucker Vanillezucker. Aber das bleibt ganz euch überlassen. So, und ich werde mir jetzt das Brett erstmal freiräumen und dann starten wir auch gleich mit dem Teig. Ich habe mir das Brett jetzt freigeräumt und dann fangen wir auch einfach mal an. Der Teig ist relativ einfach, da müsst ihr kein Eiweiß getrennt aufschlagen und kein Backpulver. Da geht es einfach nur darum, alles in eine Schüssel, einmal durchmixen und fertig. Und das machen wir auch. Wie gesagt, Zucker, Mehl, Eier sind schon drin. Dann geben wir jetzt ganz einfach die Milch dazu. Und etwas Sprudelwasser, damit es nachher etwas lockerer wird. So, und dann machen wir nichts weiter. Da ich ja ein Fauler bin, mache ich das jetzt nicht mit der Hand. Nein, ich mache das mit dem Mixer. Und dann melde ich mich doch gleich wieder, wenn der Teig fertig verrührt ist. So, jetzt haben wir das Ganze fertig. So sieht das Ganze aus. Dann nehmen wir uns noch mal schnell so einen Teighelfer hier, rühren das durch. Das Ganze sieht schon sehr schön aus von der Konsistenz. Und jetzt kommt halt das Gute. Wir lassen den ganzen Teig jetzt 30 Minuten ruhen und in der Zeit wechseln wir mal rüber an den Herd und dann machen wir in der Zeit nämlich das Apfelkompott. Am Herd angekommen, machen wir jetzt halt wie gesagt das Apfelkompott. Den Apfelkompott? Ist ja auch egal. Das Apfelkompott, die Apfelkompott, der Apfelkompott. Das kann sich jeder selber aussuchen. Was ich vergessen habe vorhin zu erwähnen, wir nehmen auch ein klein bisschen von dem Pflanzenöl, was wir zum Auspacken der Eierkuchen haben, für unser Apfelkompott. Da machen wir einfach ein klein bisschen in den Topf. Und dann machen wir gleich zum Anfang, der Topf ist schon vorgeheizt, die Gewürznelke, Pimentkörner und die Vanilleschote mit rein. Dann kann das schon mal so ein klein bisschen mit angehen. Dann werden wir auch schon ein bisschen was von dem Zucker mit reingeben. Und jetzt beim Zucker kommt es halt drauf an, wenn ihr eure Apfelsorten kennt, die ihr gerne esst, weiß man ja vorher ungefähr, wie süß der ist oder wie sauer der ist. Und je nachdem kann man ja dann mit Zucker und Zitrone da so ein bisschen gegenwirken, wenn man halt die gewünschte Geschmacksrichtung süß oder sauer haben möchte. Aber für Eierkuchen finde ich das, wenn das Kompott ein bisschen süßer ist, gar nicht so schlimm, weil ich mag die Eierkuchen nicht ganz so süß. So. Jetzt duftet es auch gleich wieder in der Küche. Wir lassen den Zucker aber auch nicht karamellisieren. Könnt ihr auch gerne machen, aber machen wir halt jetzt nicht. Dann machen wir einfach Apfel mit zu. So. Ah, der Topf ist heiß. Dann wird das Ganze verrührt. Und dann geben wir jetzt nichts weiter außer das Wasser dazu. So. Ah ja. Da geben wir mal einen ganz kleinen Schluck mehr mit zu.
hole ich mal noch irgendwas. Wie gesagt, Rezeptangaben unten, Videobeschreibung, da steht dann alles genau drin, was ich verwendet habe. Und dann wisst ihr Bescheid. So, und da wir ja 30 Minuten jetzt auf den Teig warten müssen, vielleicht jetzt sind es sogar nur noch 25 Minuten, lassen wir das hier einmal auf volle Pulle aufkochen. So. Dann machen wir, also ich mache das immer so, ich kenne das von meiner Oma, die hat das früher mit einem Holzlöffel gemacht. Holzlöffel daran, ich nehme jetzt halt das dafür, den Deckel so angeschrägt und dann lassen wir das einfach so auf dritthöchste Stufe kochen. Und dann bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, als wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Bis gleich. So, 20 Minuten sind jetzt um, 5 Minuten vorhin, 5 Minuten brauchen wir vielleicht jetzt noch, deshalb 30 Minuten Teigruhe, passt super. Wir gehen mal gucken, und zwar zum Apfelkompott. Das Ganze ist jetzt so, dass der Apfel weich ist. Ich habe zwischendurch immer noch ein bisschen Flüssigkeit aufgefüllt, weil ich gemerkt habe, dass ich zu wenig genommen habe. Aber wie gesagt, ich schreibe euch das alles unten mit rein, daher sollte das kein Problem sein. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten bei dem Kompott, dadurch, dass die Äpfel etwas gröber geschnitten sind und wir das halt in 30 Minuten machen. Wir können das Ganze mit Stärke abbinden. Oder wir nehmen uns einfach einen Kartoffelstampfer und stampfen die ganze Geschichte ein bisschen an, damit die Stärke aus dem Apfel rauskommt und die Flüssigkeit ein bisschen anbindet. Normalerweise verkocht irgendwann der Apfel, dann kommt ihr an den Punkt, aber so beschleunigen wir das Ganze. Dann packen wir den mal weg, rühren das einmal um und dann haben wir schon ein wundervolles Apfelkompott. So, das lassen wir dann einfach warm stehen. Und dann kommen wir ja eigentlich zum Star unserer heutigen Folge, und zwar dem Eierkuchen. Pfanne habe ich schon mal vorgeheizt. Da kennt ihr ja euren Herd am besten, auf welche Stufe ihr das macht. Und wir geben dann einfach schon mal ein bisschen Öl mit rein. Braucht nicht so viel sein. Die werden jetzt ein bisschen dicker als Daniel seine Krebs-Set. Deshalb sind es ja auch keine Krebs, sondern Eierkuchen. Und während das hier noch warm wird, habe ich vergessen zu sagen, bevor ich das gestampft habe, ich habe natürlich Vanilleschote, Piment, Nelke, alles rausgesammelt, weil wenn man das mitstampft und drauf beißt, ist jetzt nicht jedermanns Sache. Für die Vanilleschote sei noch gesagt, die könnt ihr euch jetzt abspülen, ein bisschen mit Kaltwasser zum Trocknen legen, wieder in den Zucker packen, habt ihr astrein Vanillezucker wieder. So, und dann gucken wir mal unser Eierkuchenteig, der geruht hat. Das sieht eigentlich fluffig und schön aus. Rühren wir noch einmal glatt. Und dann würde ich sagen, backen wir einfach mal einen aus und gucken wir mal. Normalerweise sagt man ja, der Erste wird immer nichts. Also drücken wir mal alle die Daumen, dass heute der Erste auch was wird. Nehmen wir uns einfach mal so eine Kelle. So, vorher könnt ihr natürlich den Teig kosten, wenn ihr mögt. Ob er euch süß genug ist, wenn er euch nicht süß genug ist, könnt ihr jetzt noch Zucker nachmachen. Ihr könnt jetzt auch ein bisschen Zucker raufstreuseln lassen auf den Teig. Das ist dann, bleibt dann voll und ganz euch überlassen. So. Zack. Dann gucken wir mal, verteilen wir das Ganze mal. Ja, da sehen wir doch, der Erste wird wieder nichts. Ah ja, doch. Ziehen wir noch ein bisschen rund, tricksen mal ein bisschen. Hoffe, man kann es in der Kamera einigermaßen erkennen. So, auch jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, wenn der Teig so ist, dass ihr selber entscheidet, ich mag es ein bisschen dünner, macht ein bisschen Flüssigkeit nach. Wenn ihr den Teig noch ein bisschen dicker mögt, dann könnt ihr gerne noch etwas Wasser oder Milch nachmachen. So, ich habe gesagt, wir backen nur ein, das reicht uns auch. Den Rest backe ich nachher, weil ich glaube, Eierkuchenteig backen solltet ihr hinkriegen. Ne? Wichtig ist jetzt leider eben stehen bleiben, nicht weggehen. Und zu dem Apfelkompott fällt mir noch ein, sei noch gesagt, ich habe das vorhin, als ich das zweite Mal nachgefüllt habe, dann etwas runtergestellt, dass die Flüssigkeit nicht ganz so schnell verkocht. So, dann gucken wir mal, mit was wir in der Pfanne gehen können. Können wir hier mit, damit die Pfanne die Beschichtung nicht kaputt geht. So. Und Pfannkuchen wenden könnt ihr dann, wenn hier oben der Teig relativ fest ist. Ja, ich könnte euch das jetzt auch so zeigen, wahrscheinlich mit der Pfanne, aber dann würde ich mich einfach nur unglaublich dreckig machen. Von daher wenden wir den gleich einfach mit dem Pfannenwender oder hier mit dem Backhilfsmittel
vergesse immer, wie das heißt. Aber es ist wahrscheinlich Teigkarte mit Stiel. Man weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Vielleicht merke ich es mir dann mal. So. Dann gehen wir hier runter. Zack. Da sehen wir auch, der erste wird wieder nicht so richtig. Farbe ist noch nicht da. Aber ich glaube, das Prinzip sollte klar sein. So. Dann richten wir das Ganze gleich nämlich noch an. Holen wir uns schon mal einen Löffel für das Apfelkompott. Hier kann der Deckel ab. So. Und Apfelkompott passe ich euch auch das Rezept an, dass es für die Eierkuchen reicht. Das jetzt hier nochmal zur Veranschaulichung. Also da nicht wundern, dass es so wenig aussieht für so viel Teig. So, jetzt hat es doch Farbe. Und die sind halt auch ein bisschen dicker als die Crepes. So, ein bisschen so. Ja. Dann packen wir das Ganze auf den Teller. Machen wir hier einmal aus. Nehmen uns dann den Löffel. Jetzt machen wir es optisch wieder ein bisschen schön, hoffe ich. Rühren das nochmal glatt. Wir füllen einfach die ganze Geschichte mit dem Kompott. Ja. So. Und dann klappen wir das einmal um, packen das auf den Teller. Dann machen wir wieder unseren Restaurantstrich ran. Zack. Wenn ihr habt, könnt ihr noch ein Blatt Minze ranlegen. Und ich denke, so sieht man einwandfrei wunderschöne Eierkuchen mit dem Apfelkompott. Ich hoffe, ich konnte euch das Gericht ein bisschen näher bringen. Und ihr schaltet bei Markus und Daniel wieder ein. Wie gesagt, Mengenangaben stehen unten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Abo da lassen. Und mit den Worten bin ich raus und sage, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da und teilt eure Gerichte auf euren Social Media Kanälen mit dem Hashtag jeder_kocht. Alle Folgen und Einkaufslisten findet ihr jetzt auch auf unserer Website jederkocht.de. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.